Willkommen zu dieser Einmeldung. Fußball-Bundesligist Hertha BSC beendet die Zusammenarbeit mit dem früheren Nationaltorhüter Jens Lehmann. Der für den Investor Tenor im Aufsichtsrat des Vereins sitzende Lehmann hatte zuvor für einen WhatsApp-Skandal gesorgt. Der 51-Jährige hatte den dunkelhäutigen früheren Nationalspieler Dennis Aogo, der beim Sender Sky Spiele kommentiert, per Nachricht als Quotenschwarzen bezeichnet. Aogo machte die Nachricht öffentlich. Lehmann hat sich zwar entschuldigt, den Job ist er trotzdem los.